Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und wie der eine oder andere ja vielleicht schon weiß, ich habe jetzt mein Aufnahmeprogramm gewechselt. Ich bin von Shadowplay weg zu, wie heißt es, OBS. Und da kann man einfach ein paar schönere Sachen machen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich packe jetzt einfach auch mal meine Webcam hier bei Simple Planes rein mit einem schönen Overlay, das mir der Seras gemacht hatte für den Stream. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wenn euch das nicht gefällt, kann ich es auch gerne wieder rausnehmen. Aber wir testen einfach mal diese Folge. Bin gespannt, was ihr so sagt. Folge 240, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ja doch, 240 müsste es sein. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch mit dem Airbus EU320 von Bad Boy. Und er sieht richtig nett aus. Richtig gut. Doppeltes Fahrwerk vorne, da bin ich mal gespannt, ob er da kippeln wird. Weil das ist nicht immer so. Ich starte jetzt nicht nochmal aus der Wüste. Das habe ich in den letzten Folgen ja immer gemacht wegen den Endzeitgeschichten. Ne? Ups. Bin ich mal gespannt. Bad Boy hatte irgendwie da reingeschrieben in die Beschreibung, er würde wohl nicht so gut landen können, aber das würde ich selbst nochmal testen. Ich bin ja absolutes Landegenie. Oh, das ist aber nicht schlecht, das Teil. Das fliegt richtig, richtig nett. Startet ist auch super. Weiß nicht genau, was das hier sein soll. Könnten irgendwelche Klappen sein. Die Fenster leuchten, kann das sein? Ja, hier ist irgendwie so ein Schimmer um die Fenster drumherum. Schön die Flügel eingepackt in Fuselag-Blöcke. Das macht es alles natürlich etwas schwieriger zu steuern. Ach, guck mal, da kann ich direkt da drüben landen. Insgesamt natürlich etwas schwerfälliger. Ach, guck mal, da kommt jemand. Bitte erschieß mich nicht. Wer ist das? Keine Ahnung. Kurz mal gucken, wenn ich die anmache. Flächenbomber von Spieler NEL7. Von dem habe ich auch schon länger nichts mehr bekommen. Was ist da los? So, gehen wir in den Landeanflug. Boah. Also es braucht tatsächlich ordentlich lange zum Drehen, aber es ist ja halt auch ein Verkehrsflugzeug und kein Jäger. Fliegt sich, glaube ich, realistisch. Bin mir nicht sicher. Bin halt noch kein echtes Flugzeug geflogen, so persönlich. Aber ich glaube, dass der sich realistisch fliegt. So. Fahrwerk raus. Aber ich glaube, dass die Triebwerke sind etwas zu nah am Rumpf dran. Würde es aber jetzt halt nicht beschreien wollen. Wie gesagt, ich bin kein Pilot, kenne mich damit nicht aus, aber es kommt mir zu nah vor. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ich werde volle Möhre gegen die Kante kacheln. So, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal Schub gegeben. So, landen wir die Kiste. Ups. Was ist da passiert? Das könnte eventuell damit gemeint gewesen sein, landet sich nicht so einfach, aber das geht bestimmt. Aber ich probiere es jetzt nicht nochmal. Wir haben doch keine Zeit, liebe Freunde. Wir haben doch keine Zeit. Und machen deswegen direkt weiter mit dem B-Team-Van von Bird of Steel. Eine Hommage an das gute alte A-Team. Klapp. Ja, für was ist der Buckel da oben? Für was ist der Buckel? Also eins macht nix, glaube ich. Zwei. LOL! Was ist das denn? Irgendein Gadget kam da gerade rausgeflutscht. Wie cool ist das denn? Da ist noch jede Menge andere Zeug drin. Funktioniert davon irgend noch was? Das will ich jetzt aber nochmal ausprobieren. Was ist da gerade rausgeflutscht gekommen? War das eine Waffe? Ich mache jetzt erstmal die 3 und dann die 2. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Ladung, das ist Ladung, oder? Einfach da hinten, was da so drin ist.
Deswegen fährt sich aber gar nicht mal so schlecht. Ganz schön krasse Offroad-Reifen dafür, dass es eigentlich so ein Van ist. Aber was zur Hölle kam da gerade rausgefratzt? Ich versuche das jetzt mal anders. Mal kurz was testen. Hoffentlich geht es da steil runter. Na, nicht so wirklich. Dann versuchen wir das mal als Sprungschanze zu benutzen. Und Fallschirm. Naja, so halb. Er ist nicht explodiert. Wir schmeißen den mal aus der Luft, aber ich will mal gucken, ob das Zeug hält. Flip. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Lassen wir ihn runterfallen. Ja, komm. Weg damit. Macht's gut, liebe Fallschirme. Mal gucken, ob das Teil schwimmen kann. Segelt interessanterweise nach unten, weil das halt Flügel sind. Das finde ich sehr witzig. Was eine smoothe Landung, ey. Und das Ding schwimmt auch noch. Warum schwimmt das? Das hier könnten vielleicht irgendwo. Die Dinger hier könnten vielleicht mit Buoyancy sein. Bin mir nicht ganz sicher. Guck ich mal kurz. Wobei, das sind alles keine Fuse-Lag-Blöcke, oder? Doch, das hier schon. Nee. Nee. Keine Ahnung, warum das gerade gefloatet ist. Aber das hier sind gar keine Flügel, sondern alles Fuse-Lag-Blöcke. Ah, und das hier oben ist der Tank, finde ich auch gut. Ups. Falsche Richtung. Was haben wir als nächstes am Start? Genau, der gute C38 Gold Series von Bird of Steel. Das hatte irgendwie das letzte Mal nicht geklappt. Der Link hat nicht funktioniert. Bird of Steel hat mir den dann netterweise nochmal nochmal in die Kommentare von dem Video gepackt. Und jetzt funktioniert das auch. Aber den starten wir nicht in der Luft. Den starten wir. Moment, nein. Hier. Also doch wieder in der Wüste. Ist ein simples Transportflugzeug. Passt also zu Simple Planes. Wobei ich gesehen habe, das Heck hast du nicht selber gebaut. Komm schon. Geht doch. Fahrwerk lässt sich nicht einfahren, oder was? Doch, lässt sich einfahren, aber manuell irgendwie. Okay. Ja, nicht schlecht. Aber sonst geht da nix, oder? Alle Gruppen angemacht. Alter, warum müssen die auf einmal so gähnen? Das ist jetzt gerade echt ungünstig. Boah, das ist aber wendig, ey. Hui. Bisschen zu wendig für ein Transportflugzeug nach meinem Geschmack. Mal gucken, ob ich da durch die Tür fliegen kann. Weil ich glaube, das ist nicht so groß. Ich glaube, der Schein hat getrogen. Ich wette, ich komme da durch. Das fliegt sich echt gut. So. Nein! Wenn ich mich auf die Seite stelle, geht das. Wette ich drum. Probiere ich. Muss ich aber trotzdem noch mal eine Runde fliegen. Starten dauert eine Weile. So. Ah ne. G geht ja nicht. Ah ne, vielleicht muss ich gar keine Runde fliegen. Vielleicht komme ich auch so da rein. Das war nichts. Aber es geht bestimmt. Es geht bestimmt. Aber ich probiere es jetzt nicht nochmal. Das. Oder doch, komm, einmal probiere es noch. Ich will das schaffen. Meine eigene Challenge für heute.
Finde ich übrigens sehr lustig in letzter Zeit. Es wird ja immer mal wieder gemeckert bei meinen Challenge-Vorschlägen. Deswegen könnt ihr gerne mal wieder Challenge-Vorschläge hier unter mein Video posten. Aber, ist zu schwer und bäh. Leute, es ist eine Challenge. Challenge auf Deutsch, was heißt das? Richtig, Herausforderung. Und deswegen sollen die auch nicht so einfach sein. Also, was heißt nicht so einfach? Die sind meistens gar nicht so schwer, wie ihr tut. Ah, knappi. Aber es fliegt noch. Es fliegt noch, also ist gut. Und da muss man sich mal drauf einlassen, auf die Challenge. Man muss sich der Herausforderung stellen. Da war gerade irgendein Schatten von irgendeinem Flugzeug. Das hat mich sehr verwirrt. Aber ich versuche da jetzt mal in diesen Tempel oder was das ist reinzufliegen. Oder durchzufliegen, besser gesagt. Hier an dieser Skulptur vorbei, an dieser Vase. Es geht. Also das Ding, es ist tatsächlich nicht so groß. Es sah ein bisschen größer aus, aber es ist gar nicht so groß. Ach Moment, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Auch bei den anderen nicht. Kein Cockpit, alles klar. Da ist wieder der komische Konvoi. Will noch kurz schauen, ob ich irgendwie bei Bad Boy oder so das Cockpit irgendwie verpasst habe. Nein. Auch da kein Cockpit. Was haben wir noch? Bird of Steel. Hatte ich, glaube ich, sogar geguckt. Da war nix. Nix. Nur hinten halt im Kofferraum. Aber gut. Trotzdem nochmal nachgeschaut. Ist gut. So, was haben wir als nächstes? Von Flacke. Ein Flugzeug mit dem genialen Namen F-16 sollte es werden. Da fehlt ein L. Ihr wisst, ich bin ein Rechtschreibnazi. Und ja, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie eine F-16, wenn man es mal ernst nimmt. Aber Kritik werdet ihr von mir immer bekommen, deswegen nicht böse sein. Okay, anscheinend Kollision ausgeschaltet bei den beim Fahrwerk. Habe keine Ahnung, warum ich gerade auf einmal so müde bin. Sorry, wenn ich hier rumgähne. So, Waffen. Ist da irgendwo der Konvoi nochmal? So wollte ich gerade nicht wenden, aber naja. Alter, was denn jetzt passiert? Ups. Bin aus Versehen mit der Maus aus dem Spiel raus. Muss man echt aufpassen. Aber da habt ihr gerade quasi alle eure Kommentare gesehen, wo ich die Sachen dann immer runterlade. Okay, Konvoi ist nicht da. Ist hier irgendwo ein Flugzeug? Jupp. Der stürzt gerade ab, kann das sein? Sei jetzt nicht dein Ernst, Junge. Ist einfach dagegen gekesselt. Naja. Ach, da ist noch einer. Der ist gerade auch abgeschmiert. Das Flugzeug ist ein bisschen sehr wackelig, merke ich. Ein bisschen sehr wackelig. So, da sind wieder welche gespawnt. Boah, Alter! Was ist da los? So. C-38, Cockpit. Kabums. Und von Baduba noch eins. Letzte Rakete. Und. Treffer. Wollte sich auch überhaupt nicht wehren. Moment, da ist doch gerade irgendwas an mir vorbeigeschossen. Sah zumindest gerade so aus. Und da wieder was gespawnt. B120. Vielleicht kann ich den mal versuchen anzugreifen. Beim MG. Noch ein Stück. Keine Ahnung, wie hoch die Reichweite von den MGs ist. Boah, der ist aber schnell.
Lol. Will der jetzt eine Runde Dogfight mit mir spielen oder was? Ne, den kriege ich nicht. Der ist zu schnell. Letzter Versuch. Ah, keine Chance. Aber das Flugzeug fliegt nicht schlecht, es wackelt nur wie Sau. Ohne F-16 ist es nicht. Sieht ein bisschen aus wie eine F-16, aber sagen wir einfach, es ist ein cooles Flugzeug. Bei Replikas bin ich da mal sehr streng. So, was haben wir als nächstes noch? Zwei Stück haben wir noch. Ein LKW plus Anhänger von Peter Wodrich. Das Ä ist da verschluckt gegangen, weil Simple Planes kennt kein Ä. Das sieht doch nett aus. Ach, hab mich gerade schon gefragt. What the fuck? Oh, kein WASD. Und der Anhänger ist noch nicht angekoppelt. Müssen wir noch dran machen. Nein, das ist Tür auf und zu. Ah, das sind die Türen hinten vom Anhänger. Das ist halt doof. Weißt du, das ist jetzt auf der 3. Und das sollte man halt erst machen, bevor man überhaupt anfängt mit irgendwas. Ja, supi. Und es hat... Doch, es hat noch Gürzgang. Wollte gerade schon sagen. Der ist interessanterweise auf S. Na, komm schon. So. Und Stöffchen, leider mit Schiff. Schiff mit Shift. Aber A und D funktioniert. Hier driftet man ganz schön. Nee. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir mal hinten die Tür auf. Was ist denn da so drin? Ups, falsche Richtung. Da ist irgendwas drin. 2. Machen wir mal die 2 noch auf. Da ist auch irgendwas drin. Warum sind da so Schrägen drin? Das verstehe ich nicht. Aber ich mache das beides, glaube ich, mal wieder zu. So. Was macht die 4? Mach das mal auf. Vielleicht hat das da drin mit den Schrägen irgendwas zu tun. 5 vielleicht, 6, 7. Ich glaube, mit irgendeiner Taste habe ich gerade die Lämpchen angemacht. Boah, das Ding schlingert. Alter Falter. Machen wir lieber die Türen wieder zu. Hm. Man kann leider nicht rausgucken. Also man kann es nur aus der externen Perspektive fahren. Ich will jetzt mal gucken, ob das auf einer normalen Straße auch so rutschig ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das würde mich sehr, sehr wundern. Gehen wir mal auf den Mirage Speedway. Ah. Der schlingert hinten auch ein bisschen rum. Uiuiuiui. Ah, es geht aber. Also ist ein bisschen besser als auf Wüstenboden. Aber es ist schwierig. Aber ich finde es schön. Vor allem, dass man die auch beide aufmachen kann. Dass er hier eine richtige Anhängerkupplung hat. Finde ich sehr nett gemacht. Nur ist das irgendwie... schwierig zu steuern. Ich weiß nicht, wie man das ändern könnte. Oh, jetzt habe ich verloren. Verdammt. Aber es ist stabil. Sehr stabil sogar. Keine Ahnung, kriegt man hier irgendwie vielleicht noch so Stoßdämpfer rein, damit das alles ein bisschen gedämpft wird von der Bewegung? Ich habe keine Ahnung. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gebaut. Und ich müsste demnächst wirklich mal wieder eine Baufolge machen. Ich glaube, einige von euch vermissen das. Wird auch absolut nachgeholt. So, und heute haben wir noch eine Neueinsendung von Lucayo, oder wie auch immer man es ausspricht. Also hier ist der Name. Oder Look.io. Und ein Prototyp Y. Sieht schon mal ganz gut aus, aber ein bisschen massiv. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird zu fliegen. Komm. Starten wir das Ding einfach mal hier. Okay, das Ding hat auf jeden Fall Power. Ich weiß nicht, ob das eventuell gemoddet ist. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen. Ach ja, es ist definitiv gemoddet. Also die Laserwaffen
sind ja nicht so ganz original, aber es macht ja nichts. Ich habe ja nicht gesagt, dass ihr nicht mitten dürft. Ich begrüße das sogar. Oben kann man den Geschützturm bewegen. Sehr nett. Für eine Ersteinsendung, auf jeden Fall. Ah. Die guten alten Bremsfallschirme, die momentan jeder von euch reinbaut. Gucken wir uns das mal vom Namen an. Da kann man wohl auch... Ah, guck mal, hier sind noch ein paar Kameras verbaut. Hier auch im Geschützturm. Sehr schön. Ziemlich viele Kameras sogar. Was haben wir an Waffen dabei? Die Infernos und zwei Interceptor. Gehen wir doch gleich mal auf Jagd. So, Dax. Auf wieder tschüss. Oder auch nicht. Bin mal gespannt, ob die Rakete den noch kriegt. Nee, sieht nicht so aus. Der Wendekreis von der Rakete ist ja mal der Hammer. Lol, jetzt hat sie beinahe mich noch erwischt. Na gut, holen wir uns den Kollegen noch. Von überall start schon The Flash Extreme. Ach, die gute überall start. Alter, das gibt's doch gar nicht. Die überall start Challenge. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. So, jetzt gehe ich aber mal stiften, weil ich habe keine Interceptor-Raketen mehr. Wir mal gucken, ob der Konvoi da ist. Und wenn ich das hinten, da hinten richtig interpretiere, könnte das der Konvoi sein. Das ist nämlich eine riesen Staubfahne. So, ich steuere jetzt aber mal mit Joystick. Boah, das Ding wackelt aber ordentlich. So, den Anti-Air-Tank. LOL. What the fuck ist da denn jetzt passiert? Ich hab doch nur eine Rakete abschießen wollen. Okay. Naja, gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe gerade, meine Kamera ist zu dunkel. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das bei Simple Planes mit der Kamera findet und ja, schickt mir Challenge-Vorschläge. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.